Ja, ich habe mir gerade hier dieses angehört. Ich könnte es auch lesen, doch anzuhören ist doch wesentlich einfacher. Es geht hier letztendlich um eine Buchzusammenfassung. Sie haben das Konzept des Karamas jetzt von etlichen Seiten beleuchtet. Aber hier kommt noch ein letztes Bild. Und ja, das ist hier so erklärt. Sehr interessant, darüber etwas zu erfahren. Und ja, demzufolge habe ich da natürlich in dieser Zeit einiges dazugelernt. Hier, worum geht es? Es geht hier, wir haben eine völlig falsche Vorstellung von Karma. Und da gibt es da die Informationen dazu. Und wer soll sich das hier lesen oder einfach anhören? Ja, hier diese Kernaussagen. Und dann sind diese Informationen enthalten. Genau, und dann folgt hier diese Information, wer das Buch geschrieben hat. Ja, also ganz interessant. Ich gehe jetzt hier zurück und gehe hier nun in meine Seite. Da wähle ich jetzt hier nun das Login dafür, dass ich da eine Auszahlung tätigen kann auf dieser Webseite. Mittlerweile muss ich dann wieder anmelden, weil ich da ausgeloggt wurde nach einer bestimmten Zeit. Ja, und hier bin ich erfolgreich eingeloggt. Hier die entsprechende heutige Aufgabe. Doch geht es nach unten. Hier die weiteren Details dazu. Hier gibt es sogar ein Gewinnspiel, respektive ein, da ich mitgespielt habe, schaue ich mal, ob da etwas eventuell gewonnen habe. Und tatsächlich, du erkennst hier, dass bei diesen wöchentlichen Gewinnspiels, da haben jetzt 72 ja, Lose teilgenommen und du erkennst, Rang 3 wurde da ein Gewinner gezogen. Das ja, trifft zu und demzufolge ist hier ein zusätzlicher Euro gut geschriebenen Worten aufs Konto. Nun gehe hier und gehe dann zu meinen Auszahlungen anfangen, weil ich gesehen habe, kurz zuvor, dass die Auszahlung, die ich im letzten Monat getätigt habe, bis zum 15. nun erfolgt ist. Du erkennst hier den Betrag. Und ja, nochmals überprüfen, ob das wirklich so ist. Das ist diese hier. Ja, das ist tatsächlich so, so wie es sein soll. Auch an einem heutigen Tag. Ja, interessant. Ich hätte es gedacht, dass das doch noch erst nach den Feiertagen sein wird. Aber siehe da, es ist ja eine ja, modernere Sache. Deshalb gehe ich hier drauf, Aussagen zu anfordern. Und das würde hiermit getätigt. Und nächsten Abrechnungszyklus, das Konto ist hier wieder zurückgestellt nach einem Monat. Die Story ist hier zu erkennen. Genau, also sehr passend dazu. Und der Betrag durch das Gewinnen von dieser Auslosung und natürlich, da es etwas länger gedauert hat, 2 Tage, das sind die Aspekte, die dazu geführt haben, dass es jetzt da über 8 Euro sind. Ja, und Überlegung, wofür könnte das jetzt hier genutzt werden? Nun, es gibt da diese sogenannte Software, WorldSoft Software. Hier gibt es da die Pakete, die angeboten wird. Das ist das Einsteigerpaket, eine WSW ist tatsächlich auch in der Mathematik, in der Algebra, in der Geometrie ein Begriff. Das sind ja die sogenannten ja, Sätze, die es da gibt, SSS und so weiter. Und da bezieht sich das Ganze letztendlich auf die Software-Thematik, WorldSoft. Und ja, das ist das, was da jetzt genutzt werden könnte, diesen Tarif. Klar, die Einrichtungsgebühren berücksichtigen. Und hier bestände die Möglichkeit, das hier so zu nutzen. Also in diesem Fall würde das hier ja,
passen, die, das ist jetzt eine passive Tätigkeit, sobald das ausgewählt wurde und auch genutzt wird. Da gibt es noch diese Apps dazu, die hier genutzt werden könnten, Tarif höher, und das ist natürlich viel spannend, attraktiver, und dann ist das hier die Bestellübersicht, genau. Also sehr interessante Sachen. Da gibt es natürlich auch weitere, die hier noch attraktiver sind. Und das Attraktivste ist natürlich dieses hier mit dem, dieses hier da. Ja, dafür lässt sich das nutzen. Das Interessante ist hier, dass der Tarif natürlich auch diese Intervalle unterstellt ist. Also hier, das ist auf 36 Monate. Ja, also auch sehr eine interessante Sache. Und im unteren Bereich ist erkennbar, da mit diesem Test-Account, und dann gibt es hier auch erwähnt mit diesem Partnerprogramm, das sind diese 20% Dauer, also sehr, sehr attraktiv, und das ist dieses hier. Ja, also schau dir das an, überleg es dir, und somit geht es jetzt hier noch weiter. Du erkennst hier, ich habe da noch andere Informationen. Aber jetzt geht es weiter. Genau. Genau. Ja, na, das ist dieser Konkurrenzsatz von WSW, das zweite Konkurrenzsatz, die es da gibt. W-Satz, wie die alle heißen, wie lautet dieser Konkurrenzsatz? Also, stimmen zwei Dreiecke in zwei ihrer Seiten SS und dann der längeren Seite gegenüberliegenden Winkel. Wobei, so sind sie Konkurrent voneinander. Wow, das ist natürlich jetzt Mathematik. Die Frage ist natürlich, genau, das sind diese Sätze da. Thema Dreiecke. Und ja, das ist Basis, Grundwissen, das andere ist das Geschäft.